Hey Leute, ich bin's Emma und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist Part 2 von Splatoon 3 Spielen, wie auch immer wir es nennen wollen. Und ja, das ist jetzt auch Videos vom Video, also von dem Video davor. Die habe ich alle an einem Tag aufgenommen und eigentlich alles in einem Video. Deshalb sind da vielleicht so ein paar Sachen, wo ihr euch denkt so, okay, komisch, wieso sagt die das jetzt so, das passt jetzt gar nicht. Das liegt daran, dass ich das alles zusammen aufgenommen habe und alles in ein Video packen wollte. Das ging aber leider nicht und jetzt viel Spaß beim Video. Okay, kein Plan. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ah, jetzt kommst du wieder raus, ne? Ist klar. Okay, ich krieg dich halt nicht. Na! Yes. Wieso krieg ich dich denn nicht? Oh. You are rude. Jetzt bist du tot. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Vor allem hier mal. Und da hinten. Okay. Das Frage ist, diese ganzen zu mir, sind die aus Versehen oder mit Absicht? Das weiß man halt öfters nicht. Oh Mist, ich dachte, ich schleiche mich da jetzt an und gehe da schnell hoch und töte sie, aber habe ich mich wohl getäuscht. Ich kümmere mich hier mal hier unten wieder. Einfärben. Komm raus. Ja. Come on. Das war doch gut. Oh, wer ist jetzt tot? Und von wem? Ach, beide gekillt. Auch gut. Habe ich keine Tinte mehr. Tot. Habe ich hier mal wieder um. Jetzt habe ich hier so. Oh, da unten. Nicht gut. Wo ist denn der hin? Gefahr, ja, würde ich auch sagen. Okay, das ist jetzt dumm gewesen. Ich will weg. So. Ach, Mist. Okay. Aber ich glaube, das war ganz gut. Oder? Ja. Es war jetzt nicht ein Riesenunterschied. Also es war jetzt nicht chillig leicht, aber ist auch ganz gut geworden. So, nächste Runde und hoffentlich wieder Glück. Also ich hoffe zumindest. Und ich wollte auch mal, das ist es mir tatsächlich, habe ich mir überlegt, mal so ein, sage ich mal, Studio-Video zu machen. Weil ich glaube, ich habe noch nie wirklich gesagt, dass ich jetzt kein eigenes Studio mehr habe, weil ich das sehr ungemütlich fand unten, weil es war im Keller. Habe das jetzt mein Zimmer geparkt und es ziemlich gaming-mäßig eingerichtet. Ist klar, als ob. Davon würde ich auch, euch auch gerne mal eine Roomtour machen, weil hier ist alles im Splatoon-Look. Also ich habe hier sehr viele Splatoon-Sachen drin stehen. Ja, also vieles bei Splatoon 3 Sachen vor allem. Vielleicht wollt ihr da mal eine Roomtour haben oder sowas, dann werde ich das auch mal. Na super. Also die Runde sieht jetzt nicht so gut aus. Wir haben ja auch so ein paar Leute, die hier irgendwie da unten rumchillen. Da wo nichts mehr ist zum Färben, zumindest nicht wirklich. Könnten euch hier vorne vielleicht gebrauchen, aber gut, lassen wir es mal. Kriegt ich sie nicht. Wieso? Wie hat die mich jetzt gekriegt? Wieso hat die mich denn jetzt wieder gekriegt? Oh Mann, ey. Wir haben hier aber auch so ein paar Leute, ich glaube, die nur hier vorne an der... Oh, schnell weg.
Okay. Hallo? Ey! Okay, Leute, das ist die schlimmste Runde, die ich je gemacht habe. Die holen uns so... Oh mein Gott, die sind einfach hier schon... Okay. Die belagern uns schon ganz schön. Sage ich nicht, dass ich das auch manchmal gerne mache. Aber ja, es war so eine sehr schlechte Runde bis jetzt. Ich hoffe, wir holen da noch irgendwas raus. Ich hab hier einfach mal so ein bisschen... Oh Gott. Yes. Voll erwischt, das ist doch super. Guck mal, was wir jetzt alles noch hingekriegt haben. Und ich dachte, das wird nichts. Okay, wird's auch, glaube ich, nicht. Aber wir gucken einfach mal. Habt ihr, wenn ihr Splatoon spielt, Splatoon 2 oder 3 oder was auch immer... Wohin? Ich sehe nicht, da hinten hin irgendwo. Wenn ihr Splatoon 2 oder 3 spielt, habt ihr irgendeine Lieblingswaffe? Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil mich würde es sehr interessieren, was ihr so für Lieblingswaffen habt. Drehen wir jetzt den Spieß nochmal um? Ich bin mir unsicher. Oh mein Gott, hallo? Oh fuck, ey. Wie hat der mich schon wieder gekriegt? Den Tränen bin ich mir um den Spieß, aber gut. Voll erwischt, ist super. Toll, wir haben uns alle schön töten lassen. Die Teammates sind sehr gut. Die aus dem anderen Team, nicht unsere Teammates. Das sage ich jetzt einfach nichts. Aber, ja. Oh Gott, ey, Leute, diese Runden, die sind echt peinlich heute für mich. Oh mein Gott. Vielleicht gewinnen wir jetzt nochmal. Das finde ich sehr cool. Dann haben wir wenigstens die paar Runden wieder eingeholt, die wir jetzt verloren haben, die ersten Male. Aber gut. Ab nach vorne. Was seid ihr so? Der Typ, der eher erstmal so einfärbt oben, bevor er losgeht? Oder eher so der Typ, der... Oh, Mensch. Jetzt lasse ich mich aber immer gleich als erstes töten, ne? War ich wahrscheinlich der Erste, der getötet wurde. Wetten? Ist klar, ne? Super. Oder, also färbt ihr lieber vorne am Start und spawnen sowas ein? Oder geht ihr gerne gleich nach vorne? Weil ich mache das immer so, dass ich... Oh Gott. Wieso? Wieso? Oh Mann, ey. Also ich spawn immer, also ich gehe erstmal gleich vor und dann, wenn ich nochmal respawne, dann mache ich dann immer den Spawn. Das glaube ich auch, also ich finde die immer am sinnvollsten, die Taktik, weil, ja, musst du den anderen ja helfen. Weil, also ich finde es teilweise ein bisschen nervig, wenn die Teamkameraden immer nur am Anfang rumhängen. So einer ist okay, aber wenn dann so mehrere nur am Anfang rumhängen, ist ein bisschen nervig. Toll, eine Buja, die nervt mich. Ich sehe dich. Oh, zwei auf einmal. Nee, doch nicht. Das war, ich dachte, es waren zwei. War da nicht noch einer? Sind wir fast alle tot? Auch cool. Oh mein Gott. Der campt da ja voll, ey. Ja gut, ich glaube, das war's mit Gewinnen nochmal. Sollte man jetzt nicht so früh sagen. Ich bin immer gerne so schnell dabei, zu sagen, dass es nichts wird. You can't. Ha, guck, jetzt bist du tot. Wo sind die denn alle jetzt? Super, jetzt sind wir beide tot. Sind die alle da hinten? Ja, sind sie. Da vorne. Ab wieder nach vorne. Dich will ich jetzt kriegen. Dich! Nein, ich wollte dich kriegen. Oh, danke.
Könnte das was werden? Ja, rein theoretisch schon. Ich glaube, so schlimm sieht das gar nicht aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken einfach gleich mal. Das war auf alle Fälle die letzte Runde, die wir gespielt haben. Das haben wir, glaube ich, gewonnen. Das ist doch super. Haben wir den Abschluss mit einer guten Runde? Und wir haben 4 Wins. Die kommen alle 4 auf Thumbnail. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Oder vielleicht kommen sie auch nicht auf Thumbnail. Wie auch immer. Muss ich gucken. Ja, und guck, da haben wir gleich noch die Katalogstufe 61 erreicht. Ist auch super. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!